Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr. Hallo. Servus. Dirk. Magst du ein Prosecco oder ein Champagner? Nein, ich würde lieber ein Gläschen Wein trinken oder ein Bier. Ding dong. Hallo. Hallo. You can blame me. Try to shame me. And still I'll care. Ein Ding im. Dann würde ich sagen, Prost. Ja, komm, wir zum Runterspülen. Ja, furchtbar. Trink schon mal. Trink ja, ich trinke mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Wollt ihr schon zu Mr. Kebab gehen und Abendessen holen? Habt ihr Hunger? Ich erzähle jetzt mal ganz kurz, bevor wir das machen, etwas Peinliches. Ich war noch nie, und ich weiß gar nicht, warum nicht, weil bei mir keiner isst, glaube ich, in einem Kebab-Laden in meinem Leben noch nicht. Das gibt es nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht, was man isst. Nee. Nein, wirklich jetzt. Das sind ja Sätze, die kennt man höchstens von Montagsdemos aus Dresden. Aber das gut, das ist dein Ernst. Du hast noch nie auch einen Kebab gegessen? Nee, ist es dieses Brot mit Fleisch drin? Ja. Verarscht uns, du verarschst uns. Nein, das nee, ich glaube, nicht. Sie verarscht uns ich nicht. Verarscht aber ich glaube, dafür habe ich fast jetzt Sachen gegessen, die du noch nicht gegessen hast. Pass mal auf, ihr beide geht jetzt und holt bei Mr. Kebab Sachen, die wir jetzt kurz aussuchen. Ja, ihr beide, ja. Weil du musst, für dich ist es ein Kulturschock. Du musst dir eigentlich... Wer geht jetzt holen? Und bitte lass sie bestellen dort. Ja, sowieso. Ja? Ach du wirst von Donner zu holen. Auf jetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, findet ihr das so schlimm, dass man das nicht weiß? Nein, ich find's total ungewöhnlich, aber ich find's nicht schlimm, ich find's ungewöhnlich. Also ich schreibe mal auf jeden Fall einmal Döner für Ina. Ich würde den Döner-Teller nehmen. Genau, Dirk. Großer Döner-Teller. Ich nehme einen großen Döner-Teller. Ja. Ich nehme den Gemüseauflauf, bitte. Ich esse so gerne diesen Petersiliensalat. Du hast den Deckel, ne? Ja, ich hab den Deckel. Du rauchst noch nicht, trink meinen Wein, weil ich kann nicht, die sind mir zu stark. Ehrlich? Ja, obwohl, nee, ich hab hier keine drin. Ich hab so Öko-Dinger. Da müssen wir links runter irgendwo. Aber wie oft gehst du denn in einen Dönerladen also, und isst einen Döner? Das macht doch kein Mensch. Habt ihr schon mal gehört, dass irgendein erwachsener Mensch, den ihr kennt, nein, aber der Urban. Nein, ich finde das nur so ungewöhnlich. Das kann doch. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was stimmt, was sie so das mit sagt. Dem Döner, dass sie nicht ach weiß, so. Was ein Döner ist. Das ist doch so. Das geht doch eigentlich gar nicht. Also das siehst du doch auch im Fernsehen ständig Döner, oder? Also das war doch so jetzt so ein bisschen so, als würde man verarscht werden. Zweimal Döner. Nein, zweimal Döner-Teller ist das Teller? Groß. Alles zum Mitnehmen, ne? Ja. Zweimal Döner-Teller groß, einmal Falafel-Teller. Auch groß. Und er hat was gesagt, Tabule-Salat. Tabule. Sowas? Ja, ich versuche es. Und die zwei Döner-Teller waren groß, beide groß. Schön. Dankeschön. Wir kommen einfach zwischendurch mal gucken, ne? Könntest du einmal ein Foto von mir machen, bitte? Wir haben kein Problem, alles gut. Alles gut. Wir sind super drüber, was am Anfang. Ach, ihr macht natürlich im Stehen. Nee, ist andersrum, ne? Ja, ja, ist schon gut, ich sehe es. Mach Kunst, ja? Ja. Toll, der hat Vierecke aus eurem Gesicht gemacht, damit es scharf ist. Super. Ja. Ja, euch viel Spaß noch. Ja, dir auch, danke, ne? Danke, ciao. So, setzen wir uns mal schnell hin. Ja. Wie süß. Warum hat sich eigentlich Fußball viel mehr durchgesetzt als Handball? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Aber ja, Handball eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind und unter uns, ich glaube, dass Handball eigentlich doch viel schwieriger, spannender, intensiver, mehr Tore, mehr Jubel, man geht sich ein Bier und zack, ist schon wieder ein Tor gefallen. Das Endstand stimmt, aber 22 zu 17. Aber ich glaube einfach, dass der Fußball so interessant geworden ist, weil so viele auf dem Feld da unten rumrennen, ne? Weil so viele verschiedene Charakteren dabei sind in einer Mannschaft. 25 Spieler,
alles so 25 unterschiedliche Menschen. 11 spielen da 11 gegen 11, rennen eine Ball hinterher über ein großes Feld. So, ist es vielleicht sogar die Langsamkeit, die du beschreibst? Riesenfeld, 11 Leute, schön übersichtlich. Ja, so langsam ist es nicht. Leichte Spielregeln, relativ leicht. Ja, aber im Handball kannst du nur drinnen spielen. Und Fußball spielst du halt, ob es schneit, ob es regnet, ob 30 Grad draußen sind, du spielst halt Fußball. Das stimmt. So, naja, sind wir mal gespannt, wo das noch hinläuft. Ja. Ja, in dem Fall muss man sagen. Aber ich habe zum Beispiel, als diese ganze ISIS-Wahnsinn begonnen hat. Was wird dann immer gleich so politisch jetzt? Nein, gar nicht politisch, sondern so für einen selber. So ganz, und da hatte ich hatte zum Beispiel das Gefühl, kann ruhig auch politisch werden. Ja, das meinte ich jetzt auch gar nicht, aber als so zu ernst. Ich bin vorgestern nach Hamburg geflogen. Ist man auch ängstlich? Und da saßen so vor mir so zwei junge Araber, die ja nur Araber waren. Aber das waren so junge Männer mit so Hipsterbärten. Es waren Hipsterbärte wahrscheinlich, aber weiß ja nicht, ob es vielleicht auch irgendwie so islamistische Bärte waren oder so. Wo ich dachte, das ist ja, was bin ich für ein Rassistenschwein, dass ich das denke. Seid ihr da verunsichert oder ist das wurscht? Guckt ihr da mal hin? Ich ja. Ich versuche aber auch umgekehrt, besonders nett, und in Berlin gibt es ja viele Araber, irgendwie besonders nett zu sein. Weil ich irgendwie denke, ich versuche bei denen, die keine Terroristen sind, das an Misstrauen wieder gut zu machen, was ich teils selber sozusagen an Misstrauen Arabern gehe. Es ist irgendwie so ein bisschen schizophrener. Na, ich denke, das ist noch peinlicher. Ich denke, ich lächle dann auch immer die an. Und denke mir dann, während ich lächle, die müssen doch jetzt denken, ach, das ist total gemein, wenn wir jetzt das hier machen, weil der ist ja total freundlich gerade und das ist irgendwie, das machen wir lieber, wenn wir so ein Flugzeug haben und nur so Arschlöcher sitzen. Ja. So denke ich dann eher. Und es klappt bis jetzt ja auch. Ja. So meine Taktik. Ja, bisher ja. Naja. Komplexität von politischen Themen macht mir Angst. Die Größe der Welt macht mir Angst. Wenn man so politische Diskussionen führt, bin ich dann teilweise auch unsicherer oder vorsichtiger. Ich finde es sehr schwierig, da was Kluges zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich... Man kann nicht, es geht ja nicht, gar nicht um was Kluges, es geht das meine ich nicht, aber ich meine, ich finde es... Wie man es selber erlebt. Ich finde die Stimmung, dass man eben da so pauschalisiert, aus einer Angst heraus, und auch anfängt zu polemisieren, selbst wenn man eigentlich gebildet und vermeintlich klug ist, finde ich, ehrlich gesagt, das Gefährlichste an der ganzen Situation. Wie viele Tüten meinst du, werden das? 3 Tüten? 4? 4. Dann geht das, glaube ich, noch da rein. Wir würden die Biere hier stehen lassen, die dürft ihr abräumen. Willst du 2 nehmen und ich nehme einen? Ja. Dankeschön. Tschüss. 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 Ciao, tschüss. Bin gespannt. Hast du mal drüber nachgedacht, Vegetarier zu werden? Nein. Und kein Fleisch mehr zu essen? Nein. Mal dran gedacht, Rauchen aufzuhören? Nein. Ich hab's mal probiert, einmal. Und dann bist du nicht mehr du selbst, ne? Und nach 12 Stunden habe ich gesagt, nee, warum? Ja, komischerweise. Ich kenne so Leute, wo ich mir auch gar nicht vorstellen kann, dass die aufhören. Und du bist so einer davon. Ich will auch gar nicht aufhören. Hast du mal so Dinger probiert, so Elektrodinger? Nein. Also meine Mutter und meine Brüder haben das probiert. Meine Mutter hat es geschafft, einen Tag nicht zu rauchen und hat wieder angefangen. Ach, die hat doch so doll geraucht. Ja. Die auch geraucht, als aber sie mit dir schwanger war. Nein. Mario, willst du noch eine rauchen? Ja, oder? Ich würde nur gerne abstellen, schnell. Ja, bitte. Ich bin so stolz. Und du warst total nett.
Es war verrückt, so, alle waren sehr nett und es ging auch relativ schnell. Überraschend. Aber ich könnte jetzt beim Reingucken nicht direkt sagen, das ist der Schnüdeltyp und das ist der Buddebuddel. Und ich habe gesagt, ich hätte gern den Taboulet-Salat. Ja. Und dann sagte er, oh, das muss ich gucken, ob ich den hinkriege. Wir machen dir einen. Und jetzt weiß ich aber nicht, was das ist. Frisch gemacht. Hat er gesagt. Ist ja toll. Ich bin begeistert. Some days are just lonely days. Some days it just rains. Just lie in the shade and drink and let the world go by. Guck mal, ich nehme immer die, wo drauf steht, Rauchen mindert ihre Fruchtbarkeit. Weil ich denke, das ist mir doch egal. Ich möchte das nicht alle mögen. Mein Gott, wer will denn das nicht? Also ich sehe mich jetzt nicht in der Aufgabe, allen zu gefallen. Und natürlich ist es das Beste, wenn ich dabei einfach ich bin. So, weil sonst es einfach unecht und verkrampft wird, finde ich. Ich bin so, wie ich bin. Und der eine mag es, der andere mag es nicht. Und deswegen interessiert mich relativ wenig, was andere über mich denken. Jetzt wird gegessen. Sonst wird es nämlich kalt. Genau, es wird gegessen. In those times, you know I find it just don't pay the crime. In überraschenden Situationen fühle ich mich einsam. Während ihr gerade einfach nur Bier getrunken habt, haben wir gerade über total ernste Themen gesprochen. Oh oh. Ja, über so Verunsicherungen zum Beispiel. Habt ihr Angst im Flugzeug, wenn ihr neben Arabern sitzt zum Beispiel? Nein, klingt jetzt ein bisschen gestellt. Reduziert. Das hat ja keiner von uns. Das klingt ein bisschen polemisch auch, ne? Also ja, das wäre jetzt polemisch. Ja. Ich wollte nur noch mal anmerken einfach. Ich habe allgemein Angst vorm Fliegen. Ich auch. Ich habe eine unglaubliche Flugangst. Ich bin das letzte Mal geflogen, jetzt gerade wieder seit 9 Jahren zum ersten Mal wieder. Und ehrlich gesagt, wir geben das einmal so rum. Araber, jetzt nicht das Problem, sondern einfach dieses Flugzeug. Ja, also und das Gewitter, durch das wir geflogen sind, das fand ich wirklich gruselig. Darf ich auch noch was fragen? Dann frage ich nichts mehr, dann esse ich erstmal. Nur frag bitte. Wenn ihr im Flieger sitzt und eine weibliche Stimme sagt, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Janine Sowieso, ich fliege Sie heute, ich bin Ihre Kapitänin von Hamburg nach München. Macht das was mit euch? Jetzt mal ganz ehrlich. Nein, weil sie Frau ist. Du meinst, wenn eine Frau und kein Mann ist? Er ist der Döner. Habt ihr gerade über Araber gesprochen, die im Flieger sitzen? Darf ich dann vielleicht sagen? Er hat damit alles gesagt. Willst du einmal tief durchatmen? Wenn eine sehr junge Frau sagt, sie fliegt mich jetzt nach München. Ob das eine Frau ist. Die hat doch keine Erfahrung. Natürlich hat die Erfahrung. Sonst ist sie nicht 12. Nein, Hans Werner hat Erfahrung. Hans Werner ist seit 30 Jahren geflogen. Ich habe immer nur Angst. Ich habe immer nur Angst, wenn ein Kind aufsteht und die Stewardess sagt, ja, komm doch mal ins Cockpit. Ich bin einmal geflogen, ich kann leider nur noch in Begleitung fliegen, in professioneller Begleitung, weil ich sonst Panik bekommen würde in so einem Flugzeug. Und ich bin einmal geflogen, da sind wir in Amsterdam gelandet und dann ist ein Flugzeug abgestürzt und es sind 3 Teile zerbrochen auf dem Flughafen Amsterdam. Und dann habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich jetzt einfach mit dem Zug fahre. Ja. Weil dann hilft dir einfach. In einer Situation, die lustig, kommunikativ und gemeinsam ist, kommt in mir langsam ein Gefühl hochgekrabbelt, dass ich mich unverbunden mit den anderen fühle. Eine Art von existenzieller Einsamkeit. You.
Wie, jetzt wird wieder geraucht? Ja, oh, aber wir gehen raus jetzt. Magst du nicht. Ich bleib, nein. Ich will jetzt auch, ich will... Da bin ich mit dir hier sitzen bleiben und hier in der Woche würde es nicht stören? Nein. Weniger als wenn wir rausgehen? Ja, wir können auch. Dann gehe ich mal raus zu Caroline, rauch mit draußen und ihr raucht hier drinnen mit Ulle. Das sitzt ja nicht allein. Aber dann lass du feuern hier. Ja, oh, immer säubert ihr meine Hose. Ich habe in Zukunft eine Angst davor, meine Hose zu schäubern. Ach Gott, wenn ich morgen meinem Kumpel erzähle, dass wir beide heute hier waren, der dreht durch. Wieso? Mit dem habe ich den Fuck You Goethe geguckt. Ich schwör's dir, rauf und runter, kreuz und quer. Und wir haben uns ja bepullert vor Lachen. Das war unfassbar, der Film. Wahnsinn. Weltklasse. Und was ist? Läuft gerade? Bist gerade wieder am Drehen? Oder? Nee, ich habe eigentlich ehrlich gesagt dieses Jahr eine Pause gemacht, weil ich letztes Jahr sehr, sehr viel gearbeitet habe und deswegen. Aber was heißt Pause? Ich habe meinen nächsten Film entwickelt und den drehe ich nächstes Jahr und deswegen dachte ich, dieses Jahr mache ich mal ein bisschen. Und bei dir? Ach, ich habe viele Dinge. Ich habe 4 Werbepartner, mit denen ich für die ich sehr viel unterwegs bin. Ich habe im Monat so 10, 12, 13 Tage zu tun und den Rest nehme ich mir dann frei, ne? Weil ich sage, ich fahre im Jahr 60.000 Kilometer, weil ich fahre alles im Auto und da will ich auch mal wirklich so 10, 14 Tage, wo ich sage, ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich nach Hause komme, Badelatschen an, Jogginghose an, auf die Couch. Habt ihr eigentlich habt ihr vor, weiß nicht, wenn du eine neue Tour machst oder du ein neues Stück, habt ihr so Versagensangstträume? Ja, also alle möglichen Träume, die auf das Stück sich beziehen, vor allem wenn die Premiere naht oder auch während eines Drehs, träume ich ununterbrochen Szenen aus dem Film, Szenen aus dem Stück, Versagensängste, Texthänger, alles Mögliche. Das treibt mich um. Du hast dir natürlich etwas erspielt, du bist da und du weißt, wenn ich mich jetzt nicht anstrenge und dabei bleibe, dann bist du auch ganz schnell wieder. Hast du Angst davor? Du bist doch jetzt, das kann man ja nicht anders sagen, du bist ja jetzt irgendwie auf dem Zenit. Viel höher, kann man doch jetzt gar nicht mehr steigen. Und deswegen habe ich oder? Auch ständig schon gesagt, es kann jetzt nur schlechter werden. Und ist das was, wovor du Angst hast oder ist das was, womit du rechnest? Ich würde mir wünschen, dass es noch so ein bisschen oben weiter schwubbelt, aber ich weiß, dass es kommen muss und kommen wird, ja. Das kannst du nicht ändern, es ist einfach so im Leben. Aber warum eigentlich? Die Regeln, dass... Ja, aber warum? Du könntest doch so Hildegard Knef-mäßig... In Wellen, glaube ich. Irgendwie, glaube ich, ist es ein bisschen so. Das Leben läuft so, ist alles wellenförmig und Erfolg, glaube ich, auch. Und da weiß ich, wenn oben, dann ist es jetzt. Hast du das mitbekommen eigentlich? Oder? Ja, klar. Und ich check das alles und deswegen ist der Druck so groß. Und da durch die Albträume, weil eigentlich ist der Druck viel zu groß. Also in Clubs zu spielen hat einfach auch einen kleineren Druck als in Arenen zu spielen oder sowas. Das ist schon ein kleinerer Druck. Für mich macht es schon einen Unterschied, vor 300 Leuten zu versagen oder vor 12.000 zu versagen. I'm sitting on top of the world. Ich glaube, Lob ist eine Droge. Und schlechte Kritiken zu kriegen, das macht mich schon sehr fertig. Ich sehe mich immer ein bisschen als Zirkuspferd, was so über die Bühnen reitet und so. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin auf der Welle gerade ganz oben. Und ich weiß, wenn es jetzt der Zenit der Welle ist, dann wird es jetzt runtergehen. Angst vor meiner Zukunft? Nein. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Angst vor dem Tod.
Wie alt bist du eigentlich, Uli? Ich hab's echt überhaupt nicht. Ich würde jetzt sagen, es könnte sein 48, es könnte aber sein 58. Ich sehe dir das nicht an. Nee? Nee. 58. Ist es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Charmant, dass du es eingeleitet hast mit seinen... Du hast so ein Jungsgesicht, natürlich. Und der graue Bart macht die 58, aber das schelmische Gesicht macht natürlich die 48. Und wie ist es mit 58 und Schauspieler sein? Das macht gar nichts mit dir, dass du sagst, mein Gott. Nee. Jedenfalls, ich kann es nicht ändern. So. Mhm. Und ich irgendwie, weißt du, ich bin da auch so realistisch, dass ich mir um mich selber da auch nicht so große Sorgen mache. Wenn ich mir Sorgen mache, mache ich sie mir eher wegen dem Zustand von der Welt als wegen mir. Lässt du dich verunsichern in dem Moment, was so alles auf der Welt passiert? Also ich würde sagen, ich finde die Situation zunehmend nicht annehmbar. Macht dir das Angst? Also Angst macht es mir indirekt schon, aber jetzt so, dass ich da deswegen verunsichert bin, für mich überhaupt nicht. Also ich kann nicht mehr einfach nur sagen, das gefällt mir, das mache ich und das finde ich schön, sondern ich habe das Gefühl, ich muss viel mehr hinterfragen, wie konsumiere ich, welche politischen Entscheidungen treffe ich, warum entscheide ich sie so. Ich habe das Gefühl, die Verantwortung wird bewusster und größer und das finde ich auch gut. Also ja, deswegen habe ich schon das Gefühl, es wird einfach... Es nimmt ein bisschen einen Platz ein, ne, in uns. Ja, aber es ist auch richtig so. Also, ja, klar, und ich habe eher das Gefühl, dass es, man muss eine Meinung haben und die formulieren und kreieren, weil das Einzige, was Macht generiert und Politik generiert ist oder was Politik lenken kann, ist Meinung. Und zwar Meinung in einer Mehrheit. Und die muss man wieder diskutieren. Das ist einfach... Aber ich glaube, dass wir das gar nicht so groß beeinflussen können. Natürlich können wir jeder Einzelne für sich etwas dazu beitragen. Ich glaube, wenn es allen egal ist, dann hat es einen sehr großen Einfluss. Wenn alle anfangen, sich zu beschäftigen, dann hat es auch einen großen Einfluss. Und das ist einfach die Realität und mit der muss man sich auseinandersetzen. So. Und, ja. Ich glaube, dass für jeden selbst so ein Umdenken stattfinden muss. Und wenn nur 50-60% dabei sind, dann hast du eine Chance. Aber ich glaube nicht oder habe nicht das Gefühl, dass wir 50-60% der Menschheit zum Umdenken bewegen können. Komm mal, geh wieder rein, ich bin frisch. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass so ein Wertewandel schleichend passiert. Ja. Ich habe eine Szene im Kopf. Ja. Das war irgendwie ein Spiel, so ein Freundschaftsspiel Bayern München gegen Eintracht Braunschweig. Und du merktest so, wie die Fans von Eintracht Braunschweig ganz glücklich sind. Es war voll, das Stadion. Dass Braunschweig so gut ist. Es stand ganz lang 0-0, ewig lang 0-0. Du warst auf der Ersatzbank. Und die waren irre glücklich, die Braunschweiger. Total glücklich. Die waren Freistoß in der 89. Minute oder so. Steht Mario Basler. Moment, er hat aber nicht mitgespielt. Ach so? Eigentlich. War Mario Basler war auf der Ersatzbank. Also, um das zu erklären, es war halt so, wir wollten nach Hause. Und in der 89. Minute, ich saß also wirklich draußen und mir ging das so auf die Nerven, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde hier rumhocken und dann komme ich ja sowieso nicht zum Einsatz. Eigentlich will ich ja nur nach Hause. So, und da kam diese Situation, der Freistoß, und dann gucke ich so rüber zum Trainer und dann, wie der Freistoß kam, dann. Hat er so gemacht. Aber so, du musst es doch auswechseln dann. Trotzdem muss der einer runter, dann einer rauf, dauert ewig. Ich zeig's dir jetzt. Die Schuhe waren nicht gebunden, weil ich gedacht habe, ich spiele sowieso Arschloch, nicht. Ich und stehe auf. Und lauf so auf den Platz. Und hab keine Schienbeinschützer an, die Schuhe. Und dann hab ich den Ball hingelegt und Schiedsrichter hat gepfiffen. Und ich hab den Ball halt ins Tor geschossen. Und dann hab ich mich wieder rumgedreht und bin dann halt wieder rausgelaufen. Aber auch ohne Jubel, ohne und irgendwas. Ja, das hat also mich ja gelangweilt. Ne? Das war ja ein Freundschaftsspiel. Jemand ist immer langweilt sich, weil er... Vom Platz runtergelaufen, Schiedsrichter abgepfiffen nach dem Tor und dann ging es los. Gepfiffen und gemacht und getan und da haben sie am Bus auf mich gewartet. Als Unbeteiligter aber wurde dann selbst okay, ich bin jetzt auch für den anderen Grenze dort zur Arroganz, das natürlich, muss man aber sagen. Aber das oder? So, jetzt stell dir die Gegenfrage. Ja, wenn schief gegangen wäre,
Was hätten Sie mit mir gemacht? Was hätten Sie dann mit mir, wenn ich nicht reingeschossen hätte? Also hätten Sie mich auch beschimpft, hätten Sie gesagt, guck mal, der Arrogante kommt da rein und meint, er kann jeden Ball. Also das Risiko lag doch nur auf meiner Seite. Warum hast du es gemacht? Reingeschossen, ja, ich wollte nach Hause. Ach komm. Ich schwör's nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gezweifelt an mir. Egal, was ich getan habe, es gab keine Gründe bis zum heutigen Tag. Ich glaube, dass ich viele Dinge im Leben richtig gemacht habe. Schon ein bisschen gucken, wie sehr man sich der Öffentlichkeit aussetzt. In der Öffentlichkeit finde ich eine Maske immer schwierig so. Es ist halt auch nicht wirklich echt. Über Geld überhaupt zu sprechen. Fandst du es okay eigentlich, wie viel Geld du verdient hast für das? Ich meine, ich weiß schon, bei Fußballern ist es ja nochmal kompliziert, weil das ist eine bestimmte Zeit, wo du das Geld verdienen kannst. Aber es ist halt auch so grotesk viel halt. Ne? Aber da muss ich wieder sagen, es ist Angebot und Nachfrage. Ja, ja, klar. Der Fußball ist die Nummer eins. Aber es ist doch absurd, ich muss doch nicht darüber reden, dass Fußballer wahnsinnig viel Geld verdienen. Viel zu viel Geld. Das ist doch nicht das Thema. Das Thema ist doch, dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die lebenswichtige Arbeiten machen, die kein Prestige haben, nicht bezahlt werden. Das ist doch das Thema. Und ich denke mir immer so, ja, natürlich ist das krass. Natürlich ist es ein monströser Vergleich. Aber ganz ehrlich, es geht darum, dass das andere gestärkt wird mit allen Mitteln. Aber erstmal ist es wichtig. Ich glaube, das wird sich ändern. Es muss sich ändern. Es trägt sich nicht mehr. Denn das, was für uns alle lebenswichtig ist, wird einfach nicht mehr bezahlt. Und das, was wir machen, und zwar alle hier am Tisch, kann sofort gekürzt werden. Das Entertainment, das Singen, das Moderieren, das Fußballspielen, das ist nicht lebenswichtig. Aber das, was lebenswichtig ist, wird schlecht bezahlt. Und das muss sich ändern. Das wird sich auch ändern, bin ich mir sicher. Glaubst du nicht? Also Ich glaube nicht, dass Leute noch Bock haben, Pflege zu machen, Lehrer zu werden, diese Job zu machen, wenn das nicht allmählich besser wird. Warum kann man nicht einfach ein Gesetz schaffen, dass derjenige, der ganz viel verdient, ganz viel mehr abgeben muss für den, der nicht verdient? Muss man halt die wählen, die es machen. Ja, aber ist es nicht gerecht? Da muss man auch wieder die Gegenfrage stellen dürfen. Warum? Warum? Weil Menschen andere Voraussetzungen haben. Aber und weil es nicht gerecht ist, dass Menschen vorhanden. Warum geht man nicht allgemein hin und sagt, ich gehe arbeiten. Weil manche Menschen nicht arbeiten. Moment, warte, lass ihn mal. Ich gehe arbeiten und der Staat kassiert die Hälfte meines Geldes. Ich gehe arbeiten, nicht der Staat geht arbeiten. Weil die Hälfte deines Geldes was völlig anderes ist als die Hälfte von jemand anderes Geldes. Ja, aber da muss man sich auch mal umgucken, weil ist es nicht so, dass in Skandinavien die Steuer wesentlich höher ist als bei uns und davon alle sozialen Einrichtungen bezahlt werden? Ja. Vielleicht würde das für uns ja auch funktionieren. Die Frage ist halt, macht einen auch, und das ist genau, das finde ich eine sehr interessante Frage, macht es mich glücklich, weil ich ganz viel habe, oder macht es mich glücklich, weil die Gesellschaft, in der ich lebe, eine gesunde Gesellschaft ist? Und das finde ich wirklich einen Punkt, um den es geht.
Jetzt fängst du an. Nein, das war ja schon der Song. Das war Wir machen Musik von Ilse Werner. Genau. Das ja, sehr ich hab's nicht. Sehr gut hoch. Genau. Schafft ihr das, beim Sex Musik zu hören? Weil man muss ja immer dann quasi auf Takt bumsen. Also man muss ja, es muss, ich schaff das immer nicht, weil ich immer denke, oh Gott. Ja. Jetzt kommt er hier mit Techno. Ich glaube, da würde ich da was anderes jetzt bloß bei. Kein Techno. Oh, ist schön. Naja, wo kommt der Bolero hierher? Verspürst du Leistungsdruck beim Sex? Nee, überhaupt nicht. Aber mir fällt auf, dass ich immer hoffe, wenn es losgeht, dass nicht gerade irgendwo Musik läuft. Könntest du dir vorstellen, theoretisch zu Mike Krüger Songs Sex zu haben? Nein. Ich kann es halt nicht ausschalten. Jürgen von der Lippe so, nein. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, um dazu Sex zu haben. Geht nicht, ne? Nee, es geht nicht. Ja. Das hat aber nichts mit dem Rhythmus zu tun, sondern das... Kannst du Sex haben, wenn du lachen musst, also so ja. lustigen Sex? Das wollte ich gerade sagen. Das hat auch was mit dem merkwürdigen Humor von den ganzen Jürgen von der Lippe Songs oder wie auch immer zu tun. Das schließt sich, finde ich, offen gestanden auch ein bisschen aus, sowas. Humor. So lustige Humor Musik. Lachen und Sex? Nee, nein. Humor und Sex nicht. Aber Lachen aber und Musik. Sex. Lachen und Sex schließen nicht. Nee, schließt sich auch nicht. Ja, kommt auf den Sex an. Man sollte aber es, glaube ich, ohne Lachen versuchen, aber wenn man dann beim Sex immer mit dem Kopf gegen eine Heizung ballert und beide finden es schon komisch, genau. Und man löst es dann nicht auf, dann wird es doch eigentlich tragisch. Blöd. Ja, dann wird es doch wirklich blöd. Ja. Dann noch lieber kurz gemeinsam gelacht, wieder ein Stück wegrücken und weitermachen und nochmal nachlachen oder so. Kann ja trotzdem schön sein. Und dann kannst du auch eine Zigarettenpause dann machen. Wenn du rauchst nicht danach, du rauchst dabei, oder was? Nein, wenn du jetzt... Ja, du als Starkraucher, bei dir ist das ja immer dann der Sex danach eher, oder? Nein, das ist, bei mir ist es, wie soll ich das erklären, dass ich das nicht wieder so, dass es so arrogant rüberkommt wie auf dem Fußballplatz. Ist schon klar, du lässt hier in der 89. Minute einwechseln und... So. Genau. Das gibt nicht. Nein, aber bevor ich aber... Das ist jetzt echt unangenehm. Für etwas quäle, wo ich sage, so, jetzt muss ich aber noch 5 Minuten aushalten. Da sage ich doch lieber, lass uns doch eine Zigarette rauchen. So, jetzt wird gesungen. Ich unterbreche das aber jetzt. Aber es ist doch Weihnachten, oder nicht? Ja, furchtbar. Ich möchte ein Lied. Ich möchte, müssen wir doch Weihnachtslieder ich möchte singen, ein Lied mit euch singen, was ich mit meiner Tochter immer singe. Weihnachtslied. Wenn euch das recht ist, ich singe ein Lied mit meinem Sohn beim Wickeln. Na, richtig, richtig singen. Sag doch Weihnachtslieder. Hast du nicht? Klingelglöckchen, Klingelingeling. Aber das ist mach doch mal so ein Frank Sinatra, sowas kannst du. Dean Martin, Frank Sinatra. Hast du nicht solche, wenn wir so eine Platte haben, können wir da mitsingen? Ja, so eine Platte haben wir aber nicht. Das gucke ich jetzt mal. Unterhalt du deine Leute. Also, ganz kurz nur. Ich kann auch nicht singen. Mario, so nicht. Null. Du kannst in Wahrheit ja pfeifen besser als singen, oder? Mensch, Kinder! Wir singen doch jetzt, es kommt doch nicht darauf an, ob man schön singen Nein, kann eben. Oder nicht. Oder das, das wollte ich damit sagen. Ich möchte aber lieber singen als pfeifen. Ja, okay. Ich kann auch singen. Wir singen. Warte jetzt, Kanon. Kommen wir alle. Krass. Ich kann in der Zwischenzeit rausrauchen. Nein, du bleibst hier. Wenn ihr das singt. Ah, here we go. Ich sag doch, ich kenn's nicht. Ich auch noch nicht. Country? Country Road, take me home. West Virginia, on and John Denver. Entschuldigung, zweistimmig. Gleich, der Refrain kennst du. Als Mädchen. Ja, guck mal, die Beatles. It's been a hard day's night. Ah, siehst du. I've been working like a dog. It's been a hard day's night. And I've been living like a dog. Everything. But when I get on to you,
Ist das so ein Lokal, in die du früher auch immer gegangen bist? Ja. Und das sind jetzt eher so, wie man so sagen würde, so einfache Leute. Geil. Meine Besten. Ist das bei dir auch so? Und das ist kein Spaß. Ich sag dir, mit denen verstehe ich mich am besten. Ja. So, und für mich, ich sag immer, wenn ich scheißen gehe, passiert nichts anderes wie bei normalen Menschen auch. So, bei einem ist ein bisschen mehr, beim anderen ist ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich müssen wir alle mal auf die Toilette. So, ich bin nichts Besonderes. Ich fühle mich auch nicht, dass ich was Besonderes wäre. Und deswegen fühle ich mich in diesen Kneipen am wohlsten. Dö! Komm doch mal, Mensch! Oh Mann! Blamabel. Aber ich versuch's nochmal. Na, immerhin. Ich bin echt auch. Dirk, komm doch mal. Und ich kann quatschen, ich kann lachen, ich kann meinen Spaß haben, ich kann Dart spielen, wenn ich möchte, und kann mich mit dem in Anführungsstrichen, was andere ja immer meinen, die VIPs. Ich bin kein VIP. Das bist du natürlich, aber für mich selbst nicht. Und ich glaube, dass das die Leute auch nie vergessen haben. Ich war früher als Spieler schon nichts Besonderes. Mir ist ja eine Pfeil hier. Immer bist du im Weg. Guck mal. Vorsicht, Mann. Ja, na ja. Ah, danke, Prost. Okay, also muss ich auf irgendwas achten, auf eine Haltung oder sowas? Oder einen Abstand? Nö, einfach ausatmen und dann werfen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe in die Mitte getroffen. Erst total verkackt und dann in die Mitte. Und ich habe noch nie gedartet. Schließe meine Augen und ich öffne sie der Nacht. Und während ich noch spreche, hat sich mein Kopf davon gemacht. Wir haben sie irgendwann mal ein Image aufgedrückt. Das ist ein tofter Junge, der ist cool, der ist lässig, das ist ein Mann, alles lachhaft. Alles erstunken und erlogen. Wir öffnen unsere Augen, wir sind zur gleichen Zeit erwacht. Wir ziehen noch weiter, ja. Lass mich nur ausreden. Zwei Minuten. Jetzt gehen wir. Ja. Genau. Sieht man das da nicht? Ja, sehr schlecht. Okay. Wir gehen jetzt weiter. Es ist zu schön gerade. Du musst jetzt noch fünf Minuten warten. Ich möchte euch noch was Schönes zeigen. Mensch, ich habe den ganzen Rotwein alleine ausgetrunken. Das war heroisch. Dass du das geschafft hast. Ja, ich vertrage Rotwein besser als Käthe wollte gerade mit dir trinken und singen. Ja, wir können jetzt was singen. Jetzt können wir was singen. Komm, wir singen was. Was singen wir jetzt? Eine Brücke aus Stein, wer darüber will gehen. Da ist der, da müssen wir lang. Guck mal, ja.
Ha ha ha!